Willkommen auf der Map Oberfeld. Genau, das ist eine der ersten sehr detaillierten Maps im Steam Workshop, bei der man kein DLC braucht. Vor uns stehen hier haben wir schon einen Schlepplift, den schauen wir uns gleich an. Diese Map hier, die Map Oberfeld, um es nochmal zu erwähnen, den Namen, hat Schlepplift gemacht. Das ist derselbe, der auch irgendwo in den Alpen V1 und V2 gemacht hat. In Season 2 gibt es ja sowieso nur die V2, also genau. Die Map hat etwa 6 Monate gedauert zum Bauen, hat er geschrieben im Steam und... Ich muss mir kurz anschauen, die Map hat sehr viele Objekte, nämlich etwa 6000, zwei kleine Dörfer, die werden wir sehen. Das eine ist das Dorf Oberfeld, das andere Niederfeld. 11 moderne, aber auch nostalgische Seilbahnanlagen, schreibt er, und 21 abwechslungsreiche Pisten. Und wenn wir reingehen, dann gibt es eine Winter- und Sommerversion. Diese sind, glaube ich, beide in der Karriere. Ich bin jetzt hier auf der Sommer, damit wir alles ein bisschen genauer sehen, weil er hat ja hier auch ein sehr schönes Painting gemacht. Und ja, eben Besonderheit ist, dass kein DLC benötigt ist und es hat 3 Pistengaragen. Ja, die werden wir sehen, da schreibt er einfach noch. Genau, und sehr viel mehr. Genau, hier sehen wir den ersten Schlepplift auf Namen und so gehe ich mal nicht ein. Dieser hier, der gehört uns schon, wenn wir ins Spiel kommen, und alle Pisten, die präpariert sind, sind auch in unserem Eigentum. Der Rest müssen wir kaufen in der Karriereversion. Hier ist ein Pistenbully 400 in diesem kleinen Unterstand mit einer Tankstelle hier. Finde ich cool gemacht, dass er sie hier so reingemacht hat. Weil es ist ja etwas komisch, wenn die alle immer auf beiden Seiten können. Genau, hier ist ein Haus, aber das hier ist nicht das kleine Dorf. Das Dorf ist auch nicht hier hinten. Hier kommt einfach die Straße. Die führt nach Niederfeld. Die gehen wir dann später nach. Hier vorne ist das Dorf Oberfeld. Ist wirklich sehr klein, das hatte er auch so geschrieben. Das Dorf ist von solchen Lawinenstoppern geschützt. Und hier haben wir einen Parkplatz mit Bushaltestelle natürlich. Und hier ist ein kleines Häuschen. Ja, kann man nicht rein. Ist ja nicht schlimm. Und ja, hier eine Garage. Die ist in irgendeinem Modpack. Ich weiß gar nicht in welchem. Ich glaube, die ist bei der Don Chris Map, aber ich bin mir nicht sicher. Genau. Diese Garage hier ist die eine Garage für Pistenbullis. Hier beginnt auch eine andere Bahn. Nochmal zur Orientierung, hier drüben ist der Schlepplift, den wir vorher gesehen haben. Diese Bahn hier heißt Oberfeldbahn. Genau, es ist die Oberfeldbahn. Da hat er, wenn man sie kauft, da sind 4er Sessel ohne Bubbles drauf. Die schauen wir uns gleich an, die Bahn hier. Hier auf der anderen Seite nochmal zu dem Schlepplift. Der ist sehr schön, finde ich. So im Tal unten mit einer Piste. Hier ein Abfahrtsschirren finde ich etwas sehr eng hier. Dieses Slalom, aber naja. Ja, genau, hier oben kommt noch eine Piste von der Bahn. Die Bahn hier gehört uns nämlich auch. Hier haben wir auch ohne Bubbles die Sessel. Ja, da nebendran eine Piste, genau, mit hier Lanzen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das die Bechler-Lanzen oder die A3D-Lanzen sind. Das hier sind die Bechler vom AZ, genau. Das habe ich bei Fellberg falsch gesagt. Hier ist der Ausstieg, der hat er auch sehr schön gemacht. Das ist eben was ich bei vielen Maps nicht mag, wenn einfach flach ist. Hier geht es schön runter. Das finde ich perfekt. Hier drüben, das ist alles schöne, unberührte Natur. Darum müssen wir gar nicht groß reingehen. Er hat die auch schön ausgestaltet mit Painting, kleinen Hügeln und hier die Bäume überall. Genau, und ja, würde sagen, wir gehen jetzt zu der Bahn hier drüben, die eben auch keine Bubbles hat. Die führt hier durch dieses Tal. Und in dem Tal hier fällt schon was auf. Hier ist eine Hütte.
Ich glaube, die gehört uns. Nee, die gehört uns nicht, weil die der Lift hier gehört uns auch nicht. Diese Bahn hier habe ich auch nur gekauft, um zu sehen oder um euch zu zeigen, dass er hier rote Sessel verwendet hat. Finde ich sehr cool. Ja, die gehört uns sonst eigentlich nicht. Die Piste auch nicht, darum ist sie auch nicht präpariert. Ja, dieses Tal hier könnt ihr euch gerne genauer anschauen, wenn ihr hier so Pisten und alles sehen wollt. Ich finde, er hat das sehr schön ausgestaltet. Auch die Pisten sind überall sehr abwechslungsreich und cool. Hier hat es eine sehr niedrige Stütze, ist mir vorher schon aufgefallen. Aber ich denke, sowas gibt es sogar hin und wieder mal im Realen. Genau hier sehr viele coole Pisten. Wir gehen erstmal zur Bergstation von diesem Vierersessel hier. Der endet nämlich hier oben. Da wieder so ein enger Ausstieg, aber wieder geht's leicht bergab. So enge Ausstiege und so wie hier kennen wir ja schon von irgendwo in den Alpen. Ich sehe sehr viele Ähnlichkeiten von der Map. Wir merken wirklich, das ist so ein bisschen sein Mapping-Stil. Hier diese Piste geht rüber zu einem Schlepplift. Der Schlepplift, der kommt von hier unten. Wenn wir hier runter gehen, dann haben wir keine Piste. Müssen wir einmal kreuzen und gehen dann hier runter. Die Piste führt einfach hier eine einzige runter. Und da unten können wir wieder zurück nach vorne. Oder da nach unten. Hier ist die einzige Vierersesselbahn mit Bubbles. Die habe ich nicht gekauft, weil sie uns nicht gehört in der Karriere. Ist die Nordwandbahn. Hier haben wir auch einen Bahnhof mit dabei. Sie führt hier einmal hoch und von hier oben können wir eigentlich nur wieder darunter. Aber nochmal hier hoch zu dem Schlepplift, der kommt von da, da kommen wir nachher wieder hin. Hier waren wir beim Vierersessel mit roten Sitzen. Da können wir wieder hier runter, ist eine schwarze Piste natürlich, ja, eine sehr schmale. Oder wir gehen hier drüben runter, ist auch eine schwarze Piste. Da kommen wir jetzt zu diesem Schlepplift. Wir wählen hier einmal aus, ob wir da nach drüben gehen wollen. Mit dem kommen wir eben hoch und müssen dann auf die andere Seite. Oder ob wir dahin gehen sollen, auf den Schlepplift. Der Latschenarmlift, mit dem geht es hier einmal hoch. Und von da oben können wir auch wieder nur darunter. Da ist auch eine Hütte, also... Ja, was heißt nur, aber genau, geht's wieder hier runter und da muss man wohl oder übel mit diesem Schlepplift hier hoch, mit den grünen Stützen und einmal hier alles runter. So, ich würde sagen, wir gehen jetzt noch wie an dem Sessel mit roten Sitzen wieder vorbei, immer der. Aber ich denke, wenn wir das oft erwähnen, dann verliert man auch nicht die Orientierung. Hier drüben war der andere Vierersessel, der uns auch nicht gehört. Bei dem können wir hier runter, hier hinten, geht es in ein Tal nach vorne. Wenn wir dieses Tal anschauen, haben wir hier links einen und rechts einen 2CLF von Girac. Direkt zweimal an selber Stelle, finde ich cool. Ich glaube, den hat man bisher noch relativ selten auf den Maps im Steam Workshop gesehen. Warum hat er ihn hier wohl gleich zweimal? Was mir aufgefallen ist, das hier. Ja, ist ein sehr hohes Spannfeld. Also es sind fast 30 Meter, habe ich gemessen. Aber ist nicht so schlimm. Ich glaube, wenn es so kurze Strecken sind, dann darf man das sogar machen. Aber ich bin mir nicht sicher. Ich müsste da nachlesen. Könnt ihr gerne korrigieren. Also ja, ich habe ja nichts behauptet. Hier ist ein Niederhalt mit sehr großer Neigung. Das gefällt mir hier nicht so, aber ich wüsste gerade nicht, wie ich es anderen lösen sollte. Ja, schwierig. Ich glaube, er hat das hier schon am besten gemacht. Ja, weil hier drüber wäre auch schwierig. Also, da wollen wir ihn nicht kritisieren. Er hat da schon sehr viel überlegt dabei. Genau, hier mit diesem Lift können wir dann auswählen, ob wir links oder rechts runtergehen. Da ist so quasi ein Grat, wo immer von links und rechts Lifte hochkommen. Hier ist nur dieser kleine Teil hier gehört uns. Also wirklich, es ist ein großes Skigebiet mit trotzdem kurzen Liften und man verirrt sich sehr schnell. Deshalb
möchte ich auch mit diesem Video euch einfach so ein bisschen Highlights und so zeigen und das Grobe, und darum könnt ihr euch dann alles hier übrigens der Pistenplan im Nachhinein dann mal, wenn ihr die Map runterladet, kann ich ja eben sehr empfehlen, dann könnt ihr euch dann mal alles ganz genau studieren, was direkt aufgefallen ist. Wir haben bisher nur 3 Hütten gesehen, hier unten ist nämlich die dritte. Davon hat es etwas wenig auf der Map, da bin ich ein bisschen dagegen, aber es ist auch cool. Ich bin ja eher der, der sehr viele Hütten baut. Hier oben ist übrigens wieder eine Garage, wo natürlich nichts drin steht. Hier genügend Tankstellen, weiß ich nicht warum so viele, aber naja. Und hier ein Speicherteich für die Beschneiung. Ja, weil wir haben hier überall Hydranten, die brauchen wir ja nicht wirklich zum Beschneien hier, aber im Real bräuchte man sie, und darum ist das sehr realistisch gemacht. Hier dann würde ich sagen, gehen wir erst die Station hier oben, sehen wir gleich wieder die Piste hier nach vorne, ist eine coole Piste, würde ich sagen, die fällt mir sehr, erinnert mich irgendwie an die Verbindung zwischen Madrisella Talstation und Silfretterbahn Talstation im Silfrettermond davon. Genau, hier kommen wir jetzt nach unten, das ist die Straße vom Anfang, die hier nach Niederfeld führt. Ich denke, das Oberfeld, das Dorf hier oben, hätte er vielleicht auch ein bisschen höher bauen können, damit es mehr Sinn macht, aber ist schon gut so. Hier in Niederfeld, das ist ein etwas größeres Dorf, hier haben wir immer noch diese Dinger hier, also die Lampen vom Weihnachtspakt. Ich finde, hier schaut das gar nicht mal so sehr nach Weihnachten aus, aber es erinnert natürlich schon daran, wenn man es weiß. Ich glaube, hat das vieles hier sogar in der Zeit gebaut, wo das Pack rauskam. Hier ist dann noch ein Tunnel, da kommt man her, wenn man in die Map geht oder wenn man hier Skifahren geht. Da bei diesem Parkplatz startet jetzt auch eine der neuesten Bahnen im ganzen Skigebiet, nämlich eine 6er Sesselbahn D-Line. Wir hier sind Typ Stubhornbahn. Die gehört uns jetzt auch noch nicht, die führt einfach hier hoch. Ja, wir haben auf der Map keine einzige Gondelbahn, wie auch schon bei irgendwo in den Alpen. Mal schauen, ob er jemals eine Map mit Gondelbahn bauen wird. Hier führt diese Bahn über den Schlepplift. Ich finde irgendwie, ja, es hat hier oben zwar keine Hütte, aber trotzdem hätte hier eine Gondelbahn möglicherweise sogar hingepasst, aber vielleicht dann eher eine 8er Gondelbahn statt eine 10er, ist schon leicht übertrieben, und ich kann mir gut vorstellen, dass er das genau einfach nicht gewollt hat. Hier hat es einen Wanderweg, das ist hier so braun eingezeichnet, und führt hier zu diesem Schlepplift. Der Schlepplift hier ist auch schon die letzte Anlage, die wir uns anschauen. Und nebendran eben ist hier dieser Wanderweg mit diesem Schild hier. Die Pflanze ist im Weres weit verbreitet, kannst du sie sehen. Genau, vom Bandkraft. Der Schlepplift führt einfach hier hoch. Ich denke, es ist ein sehr schöner Lift, wenn man hier hochkommt, um erstmal eine Abfahrt zu machen. Oder am Abend, so um 16 Uhr oder so, denke ich, kann man hier auch mit dem Lift noch ganz gut fahren. Und von hier aus geht es dann diese Piste wieder nach unten zum Speicherteich und zu den beiden Girak-2-Sessen. Eben sehr verwirrend auf den ersten Blick. Ich habe die jetzt erst das zweite Mal durchgeschaut, da weiterhin immer noch leicht die Orientierung verloren. Genau. Ja, hier Pistenplan und Minimap. Die Minimap hat er einfach generiert, er hat keine Linien eingezeichnet. Hätte er theoretisch gekönnt, aber ich habe das bei Hochseealptal auch nicht gemacht. Naja, ja, ist schon eine sehr coole und vor allem schöne Map. Ist echt gelungen. Ich kann mir gut vorstellen, wie ich auch schon angekündigt habe, die Map zu spielen. Die Map muss man halt mehr präparieren als beschicken und Seilbahnen bedienen. Ich überlege mir dann auch noch, ob ich die Sommer- oder Winterversion spielen werde. Mal schauen, wenn wir hier sehen, das Wetter bleibt die nächsten Tage sehr lange sonnig, also mal schauen. Oder wir cheaten dann halt das Wetter etwas, dass Schnee kommt.
Genau, also ist eine sehr coole Map. Ich sehe gerade, heute habe ich um die 10 Minuten weniger als bei den letzten beiden Reviews. Das heißt nicht, dass die Map weniger cool ist. Im Gegenteil, aber die Map hat halt etwas kleineren Umfang. Ja, dann lasst euch einen Daumen nach oben da, wenn euch die Map gefällt. Und wenn ihr gerne ein Let's Play hättet, dann schreibt das gerne in die Kommentare. Ein Abo würde mich natürlich sehr freuen. Genau, dann macht's gut. Bis zum nächsten Mal und ciao.